Wow, was für eine gruselige Musik hier in der Höhle, oder was meint ihr, Leute? Willkommen zurück zu Pokémon Silber und sofort geht ein Trainerkampf los. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Was? Wer hat hier gesagt, dass du das entscheiden darfst, mein Freund? Burkhardt? Hä? Hast du... Oh, ein Kleinstein, ja? Okay, okay, fair enough. Aber nur Level 4? Ich würde sagen, wenn man sich so meine Level anschaut, 13 und 17, Level 4 ist dann schon ein bisschen... You get me? So, weißt du? Ah, tut ein bisschen weh, aber ich mache trotzdem kaum Damage, alles klar? So, ich spule ein bisschen vor, weil das ist mir zu langweilig, gegen den Level 4 Kleinstein zu kämpfen. Nochmal! Ey, komm. Da kannst du nicht mal leveln, Alter. Da kannst du nicht mal leveln. Gut, das eine Level, Level 8, okay, kannst ein bisschen was bekommen, aber come on. Oh, oh, oh. Okay. Okay, ich habe mich entschieden. Ich gehe erst, wenn meine Pokémon stärker sind. Ja, besser so. Besser so, besser so. Hey, willst du kämpfen? Super, super scheiße verwirrt mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Ja, ich wundere mich auch wirklich, dass wir bisher noch gar keine Zubats gesehen haben. Haben wir jemals ein einziges gefunden? Weit, Feuerspucker, weit. Warum gibt es eigentlich die Feuerspucker in keinen einzigen Pokémon-Teil mehr? Wow, das Smogon-Sprite, seht ihr es jetzt? Sieht aus, als wäre der irgendwie possessed von einem Geist oder so. Seht ihr das? Diese ganzen Rauch da, das sieht aus, als wäre das so Geisterrauch. Das ist der Typ Geist. Soll aber Gift darstellen. Smogon ist Typ Gift. Ich dachte früher mal, Feuerspucker hätten nur Feuer-Pokémon, wegen dem Namen, aber nein. Und wir werden uns heute noch entwickeln, auf jeden Fall, 100 Pro. Da freue ich mich auf die Entwicklung. So, aber erstmal das zweite Smogon nochmal killen. Ach, ist das nur Level 6? Warum sind die so schwach? Das ist wie, als würde ich gegen ein wildes Smogon kämpfen. Wo ist die Herausforderung? Leute, come on. Ich bin durch. Okay. Dann bist du wohl durch. Oh, komm, Zubat, trau dich mal! Radfratz. Mhm. Hab ich keine Lust zu. So, weg mit dir. Ein super Ball! Episch. Superbälle sind toll. Wir kriegen momentan sehr viele Superbälle, hab ich das Gefühl. Und wir finden immer noch keinen Zubat im Wilden. Und noch ein Ball. X-Angriff, die X-Sachen, habe ich ja gesagt, die bin ich jetzt kein Fan von. Wird sich wahrscheinlich eher nicht so. Ich krieg wirklich nur Radfratz hier zu finden? Dein Ernst jetzt? Ach, und hier kommen wir übrigens noch gar nicht weiter. Ich kann mit dem Typen reden, aber... Obwohl... Ich traue mir nicht, ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Ist für später auf jeden Fall gedacht. Deshalb lasse ich es erstmal. Ich glaube, das haben die auch hier geändert, diesen Ort. Im Remake. Weil hier ist irgendwie nichts, ist Sackgasse. Mit Lichtjagd einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Ja, das stimmt. Deine Pokémon zum Beispiel. Voll die Noobs. Oder habt ihr gerade diesen Grafikfehler gesehen? Oder war das jetzt gerade nur ich? Wie war der Trainer ganz kurz unten rechts zu sehen? Weißt du, ob das jetzt nur ich war oder. Ob das wirklich gerade so ein Grafikfehler war? Neu auf jeden Fall. Aber da sehen wir mal Vulpix. Ich mag den Spiel tatsächlich, das ist echt nicht schlecht. Wobei kann sich zum Voluna entwickeln, was ein sehr schönes Pokémon ist. Also, Vulpix ist schon eine coole Feuerwahl. Also, eine coole Wahl für Feuer-Pokémon, meine ich. Aber es wird gehen, denn wir haben schon Feuervieh. Hau ab. Und dann ist er down. Blitz. Okay, Blitz. Das Feuer meines Pokémon erleuchtet diese Höhle. Ja, das stelle ich mir vor. Oh, wir sind allgemein Sackgasse. Warte, was? Die Sackgasse? Okay, vielleicht haben die Höhle geändert. Muss man hier lang? Anscheinend. Oh, die Musik. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Okay. Guck den dir an. Der Pokémaniac Satoru Iwata. Rest in peace.
Oh, Fleckmon! Guck doch, guck's dir an, Mann, das ist so süß! Das Sprite ist so süß, es ist einfach so auf dem Rücken rollt. Oh, es ist so cute. Weil wenn man das nicht süß findet, dann weiß ich nicht. Was ist los mit dir? Und, Amphi ist sehr effektiv, denn Fleckmon ist Wasser-Psycho. Und wegen dem Wassertypen ist Elektro sehr effektiv. Und somit down und hoffentlich dadurch ein Level up, damit sich ein Vati bekommt. Come on. Come on, Spiel. Yes. Yes, 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 yes. Tja, wie fühlt sich das an? Uff, mein armes Pokémon. Hey, Amphi entwickelt sich. Glückwunsch an Amphi, wurde zu Vati. Hat das Fell verloren? Hat sie noch einen Schal? Können Sie uns mal ganz kurz im Kampf anschauen? Ich kann euch aber sagen, Amphi ist ein gutes Pokémon. Vati. Vati ist wirklich ein gutes Pokémon. Vor allem die letzte Entwicklung dann am Ende. Aber da kommen wir noch zu. Aber ja gut, Igelava ist auch ein gutes Pokémon. Müssen wir halt erstmal entwickeln, dass es halt voll Potenzial hat, aber trotzdem ist, sind beide sehr gut. Ich glaube, links geht's nicht lang. Dafür muss man nach rechts oder so. Warte, was? Wo bin ich hier? Bin ich komplett falsch abgebogen oder so? Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir hier nicht lang können eigentlich erstmal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Ja, hier ist so ein Bonus. Oh, eine TM aber. Okay. Die möchte ich mir gerne mal anschauen. Wussten die? Sternschauer. Das ist eine gute TM. Vor allem kriegt man die in fast jedem Spiel irgendwie am Anfang. Könnten wir beidem beibringen. Aber glaub ich, TMs gehen nur einmalig, ne? Ah, lass lieber. Ich hab sonst Angst, dass ich's verschwende. Ich habe das Gefühl, ich bin immer falsch abgebogen. Da geht's ja nicht lang. Das gibt's jetzt nicht. Ich war noch nie stuck in dieser Höhle, ne? Jetzt im Let's Play schon, oder was? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss irgendwo was falsch sein. Und hier finden wir mal einen Zubat, by the way. Hab ich leider ein bisschen geskippt, aber hier ist ein Zubat. Schön, dass wir auch mal einen Zubat sehen. Das ist jetzt... echt seltsam. Ist denn hier der Weg? Ich bin gerade wirklich verwirrt wie noch nie. Normalerweise geht's hier lang. Vielleicht haben wir jetzt ein Remake. Nein, das können wir nicht mal geändert haben. Nein. Das war schon immer gleich. Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz die auch mal beenden und schauen, was ich falsch mache. What the heck? Nein, ich möchte mich dazu nicht wissen. Route 33. Überhaupt nicht peinlich? Nein, nein. Und ich sage auch noch, das ist eine Sackgasse. Ja, schauen wir mal genauer. Und der Trainer ist cool, das weiß ich noch. Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Okay. Also für den Overworld Sprite ist das schon impressive. Der Tom hat nämlich nicht nur einen Kleinstein, sondern auch ein anderes Pokémon, was er cool finde. Und, ja. Tatsächlich habe ich früher mal gerne gegen ihn gekämpft. Oh Gott, Steinwurf. Oh, ich lebe noch, okay. Irgendwie mache ich ein bisschen zu viel Drama, wenn die mich angreifen. Steinwurf, oh, das könnte sehr sauer machen, ja. Oh, genau dafür hatte ich allerdings eben Angst. Schnell Trank. Ich heile fast gar nichts. Ja, der killt mich. Der killt mich. Ja, bin tot. Scheiße, wenn ich jetzt verliere, ne? Wenn ich jetzt sterbe, dann war's das. Okay, ich spule nicht vor, Leute. Ich spule nicht vor. Tut mir leid, falls ich jetzt gerade ein paar Leute genervt habe. Dadurch, dass ich gerade durchs Vorspulen jemanden umgebracht habe. Ich lasse es jetzt. Aber ich mache halt kaum Damage und der macht mir so viel. Scheiße. Heuler.
Muss mir Damage machen. Nein, warte, Heuler macht doch Angriff weniger. Na, auch nicht schlecht. Eigentlich auch nicht schlecht. Obwohl, Steinwurf, ist das physisch oder psychisch? Ich bin mir gar nicht sicher. Ganz ehrlich. Die ging daneben. Okay. Einmal kann ich noch. Okay. Verdammt. Letztes Pokémon 1 KP. Hilfe. Aber ich mag den Trainer, weil der ist echt eine Herausforderung. Würde ich sagen. Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, YOLO. Okay, nochmal YOLO mache ich nicht. Einmal heilen. Ich spur gerade vor, aber ich spur gerade nur vor, weil ich halt kaum Damage gegen ihn mache. Geh drauf da. Der muss taunt sein. Der muss tot sein. Ich muss die ganze Höhle neu machen. Okay. Wow! Der ist ein schwieriger Kampf und ich habe leider ein bisschen vorgespult. Das war's doch nicht. Stimmt. Das war's doch gar nicht. Ja, jetzt kommt sein Macholo. Ja, und ja, da kommen die Probleme rein. Aber es ist nicht Gestein, sondern Kampf, weshalb ich Feuerattacken einsetzen kann und sie mehr Damage machen sollten. Ja gut, Elektro weiß ich nicht. Also kann ich angreifen, aber... Oh, es macht gut Damage, es macht gut Damage. Gott, Fußkick, nein, 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 ich bin schneller, ich bin schneller. Yes, ich bin schneller. Gewonnen! Heilige! Boah, heilige Makrele, der Typ ist echt stark. Wow, nicht schlecht, du hast echt viel drauf. Danke, Mann, du aber auch, ey. In den Bergen sind wir Wanderer in unserem Element. Wow, du bist ziemlich stark. Ja, du auch. Gibst du mir deine Telefonnummer? Klar. Weißt du, ganz ehrlich? Bei so einem starken Trainer sage ich mal ja. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Ja, da wird sich jetzt hin und wieder mal unserem Abenteuer uns anrufen und sagen, yo, ich habe ein Item gefunden oder yo, ich habe mal Bock wieder zu kämpfen, meine Pokémon sind stärker geworden. Und jetzt sind wir in der Stadt angekommen, yeah. Wer bist du denn? Es ist gefährlich, da hineinzugehen, deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Keine Ahnung. Der Fleckmannbrunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähnen eines Fleckmons Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gähnen eines Fleckmons vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Krass. Was der Fleckmon so drauf hat. Das ist auf jeden Fall Azalea City, wir sind angekommen. Und hier gibt es auch eine Arena, die wir in der nächsten Folge vielleicht machen können. Werden wir mal sehen, ich werde nicht spoilern. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Was? Das kann man doch nicht machen! What? Hier gibt es keine Superbälle. Ich werde mit Pokébällen auskommen müssen. Ich wünschte, Kurt würde mir einen seiner Bälle machen. Kurt? Was ist das denn? Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Aber manchmal sind Kurts Bälle besser. Okay, alle sind so Fan von Kurt, warum das ist. Bestimmt werden wir ihn noch kennenlernen. Oh, Holzkohle. Ui. Bevor ich das aber kaufe, ich glaube, das kann man hier irgendwo einfach kostenlos finden. Oh, es gibt super Tränke. Es gibt super Tränke, Leute. Oh, das macht mich glücklich. Ich kaufe mir 5 Stück gleich. So, haben wir genug Bälle? Ach, sieht man gar nicht, wie viel man von dem Item hat. Dann kaufen wir mal 5 Tränke, weil ich habe gar keine mehr. Zack. Nice, nice. Alles klar. Das schaut aber auch mal besser aus, muss ich sagen. Und da ist die Arena, wie man sehen kann. Aber da versperrt so ein Typ hier die Arena. Zunächst ist die Pokémon Arena Leitung Kai. Die lebende Kämpfer Pokémon Enzyklopädie. Ah ja. Hast du schon mal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Nein. Bist du gekommen, um Kurt zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Also er ist anscheinend hier irgendwie die Ikone von dieser Stadt. Holzkohle, achso, nicht offen. Holzkohleofen. Gab's hier nicht irgendwo eine Holzkohle versteckt? Also im Remake auf jeden Fall. Aber ich glaube, die kriegt man noch geschenkt. Ich werde sie jetzt erstmal nicht kaufen. Halt, Holzkohle kann man Feuer-Pokémon geben, dann versteckt es halt Feuerattacken.
Das ist schon ganz gut. Ja. Wo sind nur all die Fleckmons hin? Sie sind irgendwo zum Spielen hingegangen. Okay. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes Sonic auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser wir bleiben zu Hause. Vor allem zu diesen Zeiten. Gott. Haben wir damit schon geredet? Nee, oder? Azalea City! Hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Okay. Kurzhaus. Ach, hier wohnt dann Kurt. Hier oben. Gehe durch Azalea City und du landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Okay. Gut. Ja, hier oben gibt es auf jeden Fall nochmal einen Baum. Kriegen wir eine Aprikoko Wiss, also weiß. Was ist denn bitte eine Aprikoko? Kann uns Kurt da vielleicht weiterhelfen? Hey Kurt! Hm, wer bist du? Mike, was? Du willst wissen? Also, du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmons! Der alte Kurt ist auf dem Weg! Okay. Warum ruft uns jetzt an? Mike, howdy! Ich bin's, Tom. Ist es heute nicht schön? Meine Rolle sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Hey, hör mal, die Tage habe ich fast ein Habitat gefangen. Oh, es war so knapp. Bis später. Ist das dein Ernst? Okay. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Oh. Armes Ding. Okay. Hier können wir uns heilen. Wait, what? Was ist das für ein Sprite? Das sieht so seltsam aus von der Frau. Weißt du, liebe Aprikokas, Bescheid? Brich eine auf, hülle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Okay. Vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokos verwendet. Sicher? Auf Bills PC können dann bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Jo, shit, Sherlock. Beherrschen deine Pokémon vor allem Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn dein Pokémon besiegt worden ist. Ja, das haben die extra gemacht, damit man nicht gesoftlockt wird. So, aber jetzt erstmal hier heilen! Oh yeah. Das macht mir schon ein bisschen Bedenken. Was, wenn Kurt es nicht alleine schafft? Sollten wir... Ach, ich weiß nicht. So. Sollen wir nachschauen gehen, ob es ihm gut geht? Ja, komm. Okay, der Typ ist tatsächlich weg, die Wache. Wollen wir rein? Rein da! Hey, Kurt, alles okay? Hallo, Mike. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah, mir ist nicht zu helfen. Mike, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Oh mein Gott, wird er sterben? Was passiert hier, Leute?